Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock-Anwälte. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Esch, Rechtsanwalt bei Kaspers Mock. So gut wie jedes Haus und jede Wohnung auf dem Gebrauchtmarkt hat Macken. Vom tropfenden Wasserhahn über die brummende Therme bis zum Asbestdach. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Sie als Käufer können sich überlegen, ob Sie die Sache stört und kalkulieren dann bei der Sanierung gegebenenfalls mit in Ihr Angebot ein. Ärgerlich wird es, wenn man Ihnen als Käufer vor dem Kauf nichts von den Problemen gesagt hat. Ich möchte Ihnen hier ein paar rechtliche Grundbegriffe an die Hand geben, die Sie in dieser Situation brauchen. Was muss ich grundsätzlich wissen? Wenn Sie eine gebrauchte Immobilie kaufen, ist das aus rechtlicher Sicht nicht viel anders als der Kauf eines Handys oder eines Kugelschreibers. Beide sind nämlich Kaufverträge. Der große Unterschied ist, dass der Gesetzgeber für den Immobilienkauf vorgesehen hat, dass der Kaufvertrag nur wirksam sein soll, wenn er notariell beurkundet wurde. Für beide Verträge gelten aber dieselben Regeln zum Umgang mit Mängeln. Was ist ein Mangel? Ein Mangel ist zunächst einmal jede Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung. Das sind schon mal gute Nachrichten für Sie als Käufer. Wenn Ihnen etwas persönlich ganz besonders wichtig ist, wie etwa, dass die Heizanlage besonders effizient sein soll, dann können Sie das mit dem Verkäufer so vereinbaren und in den Vertrag aufnehmen. Ein Mangel kann aber auch dann vorliegen, wenn die Parteien keine Vereinbarung getroffen haben. Vereinfacht gesagt, kommt es im Fall des Immobilienkaufs darauf an, ob das Objekt die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die ein Käufer erwarten kann. Das heißt auch, dass Sie Ihre gebrauchte gekaufte Immobilie nur mit Objekten ähnlichen Baujahrs, ähnlicher Lage und ähnlicher Ausstattung vergleichen können. Gibt es Besonderheiten beim Immobilienkauf? Dadurch, dass alle Immobilienkaufverträge unter Mitwirkung von Notaren, also Profis, erstellt werden, sind in quasi allen heutigen Verträgen die Mangelrechte wirksam ausgeschlossen. Dass ein solcher Ausschluss von Mängelrechten möglich ist, ist eine grundlegende gesetzgeberische Entscheidung, die man so nicht angreifen kann. Zugunsten des Käufers hat der Gesetzgeber die Regel des § 444 BGB geschaffen. Der Verkäufer soll sich auf seinen Ausschluss von Mängelrechten unter anderem dann nicht berufen können, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Arglistig handelt ein Verkäufer nur, wenn er den Mangel kennt oder ihn zumindest für möglich hält. Das nachzuweisen ist häufig die entscheidende Frage, an der der gesamte Fall hängt. Wenn der Käufer keine eindeutigen Dokumente aus der Zeit des Voreigentümers auftreiben kann, ist diese Beweisführung sehr, sehr schwierig. Tatsächlich werden die Anforderungen von vielen Hauskäufern unterschätzt. Aber denken Sie mal nach. Wie wollen Sie beweisen, welches Wissen im Kopf eines Verkäufers vorhanden ist? Ist diese Hürde einmal genommen, hören die Schwierigkeiten leider nicht auf. Arglistig im Sinne des § 444 BGB handelt der Verkäufer nur, wenn er entweder lügt, auf eine direkte Frage ins Blaue hinein antwortet, obwohl er die Antwort eigentlich gar nicht kennt, oder er trotz einer Aufklärungspflicht einen Mangel nicht erwähnt. Der Verkäufer muss nämlich nicht über alle Probleme einer Immobilie ungefragt aufklären. Die Pflicht zur ungefragten Aufklärung erkennt die Rechtsprechung nur in sehr seltenen Fällen an. Das ist hier nur ein grober Überblick zur Orientierung, der Ihnen die wichtigsten Voraussetzungen zeigen soll. Wie verhalte ich mich richtig, um diesen ganzen Ärger möglichst zu vermeiden? Fertigen Sie gemeinsam mit dem Verkäufer eine Zustandsbeschreibung des Objektes an, in der Sie festhalten, dass die besonders wichtigen Probleme nicht vorliegen. Schimmel, Asbest, feuchte Wände. Diese Dinge sollten als Mindestes abgefragt werden. Sorgen Sie dafür, dass dieses Dokument als Anlage in den Kaufvertrag einbezogen wird. Sollte es doch soweit kommen und Sie entdecken einen Mangel in Ihrem neuen Haus, sprechen Sie uns gerne an. Wir geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung und beraten Sie zuverlässig. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock-Anwälte.